Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne eine Lidschattenpalette vorstellen, die ich mir selber zusammenstellen durfte. Und zwar geht es um Twicy. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu schauen, was die so kann, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch für dieses Video 3 Looks geschminkt mit dieser Palette und ich durfte sie mir, wie gesagt, zusammenstellen. Ein paar Sachen möchte ich euch vorab einfach mal noch sagen. Zum einen gibt es einen 15%igen Rabattcode und zwar ist es Claudi15. Damit sparst du 15% auf deine Bestellung bei Twicy. Und ich darf in diesem Video 3 Gutscheine à 30 Euro verlosen. Es wird 3 Gewinner geben. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, ich wurde von Twicy angeschrieben und habe mich wie Bolle gefreut. Denn ich habe schon bei anderen Influencern gesehen, dass sie diese Palette vorgestellt haben, dass sie die Marke vorgestellt haben. Und ich habe immer mal wieder auf der Homepage mich umgeschaut und auch immer wieder meine eigene Lidschattenpalette kreiert. Und habe aber nie auf den Bestellbutton geklickt. Und wenn ihr die Palette, so wie ich sie mir zusammengestellt habe, auch bestellen wollt und meinen Rabattcode anwendet, wird sie euch 54,50 Euro kosten. Das habe ich eben nochmal ausprobiert. Ich habe das komplett auf der Homepage mir mal zusammengestellt. Denn das hier ist eine Marke, die halt anbietet, dass man sich selber eine Lidschattenpalette zusammenstellen kann. Und jeder, der mich kennt, weiß, was für Farben hier drin sein werden, ne? Tada! Mega geil! Also wer sich abfotografieren möchte, welche Farben ich in meiner Palette drin habe, kann das gerne tun. Ich kann es euch, kann ich euch das einblenden? Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal so, denn ich habe mir das aufgeschrieben, ausgedruckt und einfach mit Paketband hinten drauf geklebt. Und dieses N und das D und das P und so steht für Neon, Matt, Pearl und Duochrome. An die Glitzertöne habe ich mich gar nicht herangewagt. Ich habe hier meinen Arm so ein bisschen neben mir, weil ich da schon die Swatches drauf gemacht habe. Und das ist so farbintensiv, dass ich Angst habe, hier meinen ganzen Tisch und mein Oberteil einzufärben. Es ist immer perfekt, wenn man so geile Swatches macht und so ein Oberteil anzieht, denn ich habe es auch schon direkt eingefärbt. Ein Hoch auf mich! Ich zeige euch schnell die Swatches, weil ansonsten sind sie gleich einfach überall, nur nicht da, wo sie hingehören, nämlich in der Kamera. Hier habe ich euch nämlich mal die ganze Palette einmal geswatcht. Und Leute, das ist der Wahnsinn, oder? Die Texturen von den Duochromes und den Pearly-Tönen sind einfach Wahnsinn. Auch die Neon-Töne finde ich überragend. Das Einzige, wo ich einfach sage, wie gesagt, das ist nichts für mich, deswegen ist es auch nicht in meiner Palette gelandet, sind die Glitter-Shades, weil ich mag nicht so gerne losen Glitzer. Und doch die matten Töne sind auch schön, weil sie sich toll verblenden lassen. Und ich würde sagen, genau, also die kommt halt lose an die Palette und die einzelnen Töne sind in so kleinen Verpackungen. Da kann man sich die rausnehmen, in die Palette einfach magnetisch reinklippen. Ihr kennt das Prinzip ja wahrscheinlich schon, ne? Und dann habt ihr hier magnetisch die Töne drin, könnt ihr immer wieder austauschen, könnt ihr euch so zusammenfügen, wie ihr wollt. Ich habe mir das jetzt so zusammengefügt, wie ich mir Looks vorstelle. Und wo ich schon das Thema Looks anspreche, kommen wir doch einfach mal zu den Looks und ich erzähle euch ein bisschen was davon. Zuallererst habe ich mich so ein bisschen herangewagt an die gelb-grüne Reihe, glaube ich, oder? Nee, Quatsch, da habe ich mich an die blau, genau, blau-grün-gelb, das war so ein geiler Look, der dabei rausgekommen ist. Wahnsinn. Und da fing es schon an, dass ich meine Obsession für diese Palette entdeckt habe, denn diese Neontöne sind so farbintensiv, die knallen so richtig. Diese Pearly und Duochrome sind so cremig und das ist so ein geiles Gedöns gewesen. Ich bin natürlich auch ordentlich reingegangen, weil viel hilft viel, das ist immer so mein Motto. Aber ich war echt glücklich damit, wie der Look halt nachher auch aussah. Ich habe damit auch eine Insta-Story gedreht. Ich habe aber leider vergessen, davon ein Close-Up zu machen, sonst hätte ich euch das auch auf Instagram gezeigt im Close-Up. Das habe ich dann später von dem nächsten Look gemacht, aber boah, das ist so, das war mein absoluter Lieblingslook tatsächlich mit der Palette, ne? Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, jetzt habt ihr quasi die Palette, die Töne und das Tutorial, wie man es theoretisch nachschminken könnte, wenn ihr Bock drauf hättet. Wie gesagt, war ein bisschen ausgefallener, aber ich lieb's ausgefallen. Genau, als nächstes bin ich dann zu dem grün-gelben Look übergegangen. Natürlich, ich habe so gut wie in jedem Ton, in jedem Look auch Setting-Ton, den Bär verwendet und auch diesen Schimmerton, das brauche ich halt auch in meinen Paletten immer drin. Also wenn ich eine Palette hätte, dann hätte ich definitiv
solche Töne wie hier in dieser Palette. Das ist Wahnsinn. Okay, da habe ich eher so einen kleinen Froschkönig-Look geschminkt, aber fand den auch total cool, habe es hart gefeiert und mich mega wohl damit gefühlt und fand den Look halt auch beautiful, ne? Ja, also da seht ihr ja, wie der Look entstanden ist und mir hat es Spaß gemacht, mit der Palette zu arbeiten, da reinzugehen und es ging so leicht, es war so schnell und es war einfach so schnell, so wie ich es gerne gehabt hätte und wie halt auch der Look in meinem Kopf vorher drin war. Und deswegen war ich da einfach mega glücklich mit, dass ich mir die Palette halt aussuchen durfte und zusammenstellen durfte. Und ja, dann habe ich mir gedacht, naja, es gibt bestimmt noch die ein oder andere Person in diesem Universum, die halt nicht so auf dieses Kunterbunte steht. Hust, hust. Doch vielleicht ein paar mehr, ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, dann mal einen Nude-Look zu schminken. Da habe ich mir ja auch eine Reihe hier so zusammengebaut, dass man das quasi so machen könnte. Hab dann noch den ein oder anderen weiteren Ton damit zugenommen, aber ich finde, dass die Töne sich schön ineinander verblenden lassen haben. Die Schimmertöne kommen so toll rüber. Theoretisch kann man sie mit dem Pinsel auftragen, aber noch viel, viel, viel geiler kommen sie einfach mit dem Finger raus. Du hast nicht so ein ultra krasses Krümelei-Fallout-Gedönsen auf dem Gesicht. Es hält sich in Grenzen, aber dadurch, dass wir so eine krasse Pigmentierung haben, müssen wir halt davon ausgehen, dass es ein bisschen Fallout immer geben wird. Und auch Kickback im Pfännchen, aber das eine willst du, das andere musste. Und deswegen fand ich das vollkommen in Ordnung, das so zu gestalten, dass ich gesagt habe, komm, so ein bisschen Kickback, ne, ein bisschen Fallout, das kriegt man wohl weggemacht. Und ich glaube, den Look, den ich zuletzt geschminkt habe mit diesen Nude-Farben, der hat keine 5 Minuten bei mir gedauert, dass ich ihn gezaubert habe. Von daher mega, mega empfehlenswerte Geschichte. Und vor allem diese Konstellation, das ist einfach was Besonderes, ne? Das ist halt schon Claudi-Style. Vielleicht hätte mir noch ein bisschen, weiß ich nicht, was hätte mir gefehlt. Ich habe grün, gelb, blau. Einen Rotton brauche ich nicht unbedingt, da ist Pink echt gut. Ein quasi Orange mit dem Nectarius hier oben finde ich eigentlich ganz okay. Also theoretisch von den matten Farben genau das, was ich halt brauche. Von den Schimmertönen hätte ich mir vielleicht noch ein Schimmerblau gewünscht. Das hatte ich jetzt so nicht in der Range gefunden, aber ich finde das, wie es hier ist, richtig, richtig geil. Vielleicht ein bisschen ein etwas goldigerer Ton hätte es auch noch getan, aber trotzdem ist auch dieser Ton hier wunderschön. Wie heißt der? Greedy, ne? Auch das ein ganz... Oh, wahnsinniger Kupferton ist es ja eigentlich, ne? Also wirklich, was ich wirklich am allerschönsten in der Palette finde, ist tatsächlich, ich muss das hier mal auf dem Arm mal wieder angucken, ne? Das sind tatsächlich die Pearly-Töne und die Duochromes, weil die von der Textur so hammermäßig geil sind. Die sind so cremig und eins muss ich halt auch sagen, da werde ich auch immer wieder nachgefragt, wie lange hält das Ganze auf dem Auge? Leute, das hält bei mir richtig lange. Also diese Palette, die hat den ganzen Tag gehalten. Ich habe mich morgens geschminkt und bis ich dann abends duschen gegangen bin, hat das bombend festgehalten. Ist empfehlenswert. Natürlich sind wir, wenn wir sagen, hier die Palette kostet halt mit Rabatt 54,90 Euro, bei einer Geschichte, die nicht günstig ist. Es ist kein Drogeriepreis, aber es ist sein Preis sowas von wert und ich werde die Palette noch so oft verwenden und ich freue mich mega. Also vielen, vielen Dank, liebes Twicy-Team, dass ihr da auf mich zugekommen seid und wir hier zusammenarbeiten konnten. Dass ich hier meinen Traum verwirklichen konnte und wirklich meine Herzenspalette erstellen konnte. Und richtig geil finde ich auch, dass ich für euch einen Gutscheincode habe mit Claudi15. Richtig geil finde ich, dass ich 3x 30 Euro verlosen darf. Das ist halt so, ne, dann kriegst du die Palette halt für einen Drogeriepreis. Das ist Wahnsinn. Und hast hier so eine bombenmäßige Qualität. Also es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Kooperation halt zu machen. Und ja, deswegen, ne, falls ihr so richtig Close-Up-Bilder sehen wollt, muss ich mal schauen, ob ich euch das ein oder andere eingeblendet bekommen habe. Ansonsten schaut bei mir auf jeden Fall bei Instagram vorbei. AIYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich gerne solche Close-Up-Looks, dass man das einfach mal von Namen sich betrachten kann und auch mal die Looks dann in einer Story sieht oder so, wenn das Ganze in Bewegung oder über einen Tag halt einfach ist, ne? Das finde ich halt auch immer ziemlich cool. Und ja, genau, was Twicy mir noch mitgeschickt hat, was ich aber tatsächlich noch nicht verwendet habe, sind zwei Schwämmchen. Hier sind übrigens auch Süßigkeiten im Paket, ne? Fand ich auch total geil. Zweimal der Ultra Soft Beauty Blender. Die habe ich beide noch nicht verwendet. Das muss ich noch unbedingt machen. Die sind jetzt wirklich in zwei verschiedenen Farben. Scheinen wirklich nur unterschiedliche Farben zu sein. Übrigens, ja, Cruelty Free und Vegan ist die Marke auch. Auch das finde ich ziemlich cool. Ja, ist halt eher so ein... So ein Start-up, ne, aus Deutschland. Die kennt man ja normalerweise jetzt nicht so unbedingt. Wo sitzen die denn? In Löcknitz? Ja, Avlo GmbH. Genau, Avlo GmbH, so heißt Twicy quasi von der Firma her, in Löcknitz. Jo.
17er Postleitzahlen. Und das sind die Schwämmchen, die werde ich jetzt öfters mal mit euch zusammen in Schminkvideos verwenden. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt echt noch nicht zu gekommen. Die fühlen sich aber echt schön weich an und gefallen mir auf den ersten Blick auf das erste Anpacken richtig gut, weil die halt eine schöne Oberfläche haben, die nicht, also die ist sehr, sehr feinporig, die ist nicht grobporig. Das heißt, damit wird man sehr flawless sein Make-up auftragen können und mir gefällt auch die Festigkeit. Ich mag auch, dass wir hier eine Spitze haben und dass wir eine abgeflachte Fläche haben, denn damit kann ich persönlich meinen Concealer super gut einarbeiten. Also auch das muss ausgetestet werden, werdet ihr jetzt öfters in Videos sehen. Aber jetzt nicht in diesem Video in Anwendung. Ja, jetzt habe ich hier ein kleines knackiges Video gemacht und euch drei Looks reingeknallt und hoffe, dass ihr Spaß dran hattet. Ja, wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei wegen weiterer Informationen, wegen der ganzen Verlosungsgeschichte und so weiter und so fort. Und ja, ich bin einfach Design Yourself, Be Unique, ne? Also ich bin sehr, sehr happy mit dieser Palette und freue mich mega, dass ich hier meinen eigenen Regenbogen kreieren durfte und diesen Regenbogen dann auch auf meinen Augen tragen werde. Und Leute, ne? Geile Qualität. Geile Qualität. Falls ihr auch irgendwelche Erfahrungen mit YC gemacht habt, also dass ihr die Paletten vielleicht schon im Vorfeld, wenn ihr das bei Maxim oder so gesehen habt, ne, dass ihr die da auch schon mal euch nachbestellt habt, schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Infobox. Ach Quatsch, in die Kommentare. Lage Daisy in Spring, Sarah Isabel hatte die auch einmal ausprobiert. In einem Video habe ich das mal gesehen. Also, ne, mega. Schreibt mir eure Erfahrungen. Ihr merkt, ich bin sehr, 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 sehr happy mit dieser Palette und weiß gerade echt nicht, was ich mit meinem Arm anstellen soll. Ihr Lieben. Ja, das war's hier auch. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!